Marihuana, wenn ich bei dir bin, geht es dir besser. Du bist mein Marihuana, ruf mich immer an, wenn du mal Stress hast. Du bist mein Marihuana, weiß ich an mir fest, in dir gefällt es. Du bist mein Marihuana, du bist mein Marihuana, ey. Hi Leute, willkommen bei Jamflix. Ich bin David und das war gerade Du bist mein von Suna, Loredana und Serrano. Und den Song gucken wir uns heute mal genauer an. Wenn ihr mögt, abonniert auch schon mal unseren Channel und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und wir fangen jetzt mit den Akkorden direkt mal an. Ich habe das Capo hier im ersten Bund gesetzt und um in der Originaltonart des Songs spielen zu können, brauchen wir jetzt die Griffe aus A-Moll. Deswegen fangen wir mit dem A-Moll-Akkord an, bei dem ihr nur die unteren 5 Saiten anspielt. Dann brauchen wir noch ein D-Moll. Hier spielt ihr eigentlich nur die unteren 4 Saiten an. Solltet ihr die unteren 5 Saiten treffen, funktioniert das für den Song aber genauso gut. Dann brauchen wir noch ein C-Dur. Hier schlagt ihr die unteren 5 Saiten an. Und als letztes brauchen wir noch ein E-Dur und hier könnt ihr alle Saiten anschlagen. Und mit den 4 Akkorden können wir den ganzen Song spielen. Deswegen gucken wir uns jetzt direkt mal die Rhythmik an. Ich habe ein Schlagmuster gewählt, was so ein bisschen an dem typischen Reggaeton-Rhythmus orientiert ist, den dieser Song auch hat. Und wir brauchen nur 3 Schläge dafür und das Ganze wiederholt sich dann 2-mal pro Takt. Wir haben also einen Schlag nach unten und 2 Schläge nach oben. Die beiden nach oben sind ein bisschen versetzt im Rhythmus. Da könnt ihr aber gleich, glaube ich, einfach mit mir zusammen ganz gut mit reinkommen, dann wird das gar nicht so kompliziert sein. Das Ganze machen wir dann halt 2-mal pro Takt, das heißt nochmal einen Schlag runter und nochmal 2 wieder nach oben und dann geht es wieder von vorne los. Wir versuchen das direkt mal mit den Akkorden. Unsere Akkorde sind jeweils einen halben Takt lang, das heißt wir haben einen halben Takt A-Moll, einen halben Takt D-Moll, einen halben Takt C-Dur und einen halben Takt E-Dur. Wir führen also jedes Mal eine Hälfte des Schlagmusters aus und wechseln dann den Akkord. Wir probieren es mal zusammen. Auf geht's. 1, 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und einmal noch. So schnell sind wir auch schon durch mit dem Song. Mehr gibt es eigentlich wirklich nicht. Die gleichen Akkorde und den gleichen Rhythmus könnt ihr durch den ganzen Song durchziehen. Ihr könnt also auch die Rap-Parts damit begleiten, nicht nur die Hook. Wenn ihr das ein bisschen üben wollt, vor allem mit den schnellen Akkordwechseln, die können am Anfang vielleicht ein bisschen kompliziert sein, dann könnt ihr nochmal zum Anfang des Videos zurückspringen und mit mir mitspielen, dann könnt ihr das Ganze ein bisschen festigen. Und ansonsten freuen wir uns wie immer über mehr Songwünsche und Themenvorschläge, schreibt ihr uns immer gerne in die Kommentare. Falls ihr unseren Channel noch nicht abonniert haben solltet, holt das doch am besten direkt nach und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Video bei Jamflix. Ciao!